Angst. 4. Ich trau ihr. Wo ist der jetzt? Er ist hier unten. Nein, der Scheppefeuer ist PS5. Oh mein Gott, er campt hier. Nein! 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 Oh, was war das? Ah. Was war denn das? Oh. Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen! Die letzten Tage waren so unglaublich negativ. Ich habe immer nur was am Meckern und das versteht keiner. Und ich sollte doch einfach selbst ein Call of Duty machen. Das sehe ich ganz genauso. Ich kann es nicht. Bin kein Programmierer. Ich sag ja auch, Mercedes, mein Auto ist kaputt und kann es trotzdem nicht reparieren. Aber ich höre euch ja zu. Lasst uns doch einfach was Positives machen. Und ich genieße seit über einer Woche die neue Serie von John Rage, also Road to Commander. Er spielt das in WW2, ich wollte gerade sagen Vanguard. Und ich habe mir gedacht, das ist ja zwar keine neue Serie, aber er macht das so unterhaltsam und es ist eine Möglichkeit, mit euch über Themen zu reden, über die man sonst nicht reden kann. Und ihr seht es schon, jetzt könntet ihr denken, Road to Commander in Black Ops 4 vielleicht? Nein, 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 Leute, lasst uns noch weiter zurückgehen. Ich habe schon aufgemacht. Ich habe erst überlegt, ob wir eventuell so Road to Commander Far Cry machen. Aber irgendwie passt das nicht so ganz. Also machen wir Folgendes. Wir machen einen Road to Commander in BO3. Wird jetzt vielleicht einige von euch sehr freuen, vielleicht andere nicht. Aber ich habe einfach Bock, ein bisschen was Positives zu machen, bis Vanguard kommt. Und es gibt einfach nicht so viel, worüber man jetzt positiv aktuell sprechen kann. Und auch diese Anti-Cheat-Software, wo jetzt der Teile vom Quellcode schon geleakt worden sind. Und da habe ich gar keinen Bock, auch drüber zu sprechen. Ich sage immer, was ich denke und ich sage es auch so, wie es ist. Aber ich habe keinen Bock, da ewig negativ zu sein. Und deshalb nutzen wir diese Folge und machen alle 2 Tage eine neue Folge Road to Commander in BO3, in der Hoffnung, dass wir nicht jede Runde auf diese Unsichtbarkeitsglitcher treffen. BO3, wisst ihr Leute, war ja die Zeit, wo ich bei YouTube angefangen habe eigentlich. So, Headset schon mal auf. Wir machen das Ganze auch relativ ohne Cuts. Also wenn ich im Video Cuts setze, dann vielleicht mal so 1, 2 kleine Punkte oder sonstiges. Und 2 Sachen wichtig dafür. Das erste, ich habe ja einen hier gemoddeten Controller mit so einem Unlock All. Ihr seht das, Level 1000. Ich habe hier Klasseneditor einfach. Okay, es dauert lange, bis es geht. Ich habe hier, guck mal, ich habe hier 1000 Aufsätze und 1000 Perks. Und damit das hier auch astrein wirklich funktioniert, werden wir Folgendes machen. Ich gehe auf Kaserne, Prestige Master, Neustart. Und werde komplett neu starten. Das heißt, ich heule jetzt schon. Ich mach's trotzdem. Okay. Wir sind wieder Level 1. Ihr seht es. Die geglitschten Klassen sind weg. Wir hätten, wenn wir jetzt noch Waffen bräuchten, mehr als genug Kryptos und Waffen und alles. Und es ist nicht so tragisch, BO3 ist leider nicht mehr so spielbar, wie es früher spielbar war, was ganz einfach daran liegt, dass die meisten Leute, die jetzt noch Black Ops 3 spielen, tatsächlich hacken bzw. Glitches nutzen und mehr Perks oder Aufsätze haben, ist auch schon eklig, alles gut beim 7 Jahre alten Game oder 6. Aber es gibt diesen Kack-Unsichtbarkeitsglitch. Da spielen Leute die Runden, können nicht getroffen werden und sind unsichtbar. Ich werde bis heute nicht verstehen, was das für einen Sinn macht, weil im Prinzip spiele ich ja dann mit mir alleine. Das ist ja auch nicht so, dass ich mir einreden kann, dass ich jetzt ein geiler Spieler bin. Ist aber leider so. Und während wir diese Road to Commander-Folgen machen, habe ich mir gedacht, ist es doch eine coole Idee, dass ihr die Möglichkeit bekommt, mit mir oder wir gemeinsam über Themen zu sprechen, über die wir ansonsten in normalen Videos nicht sprechen würden. Und deshalb auch Titel, ich weiß noch nicht 100%, wie ich ihn nenne, aber so in der Art mein Stress mit YouTubern oder Beef mit YouTubern. Ich habe erst überlegt, ob ich auch die Namen da reinnehme. Also es wird heute gehen um Raptor, John Rage und Haptic. Da habe ich gedacht, nee, Digga, wenn du da jetzt schon wieder so die Namen reinmachst, dann kommen wieder die ganzen Yuppies und sagen, mach nur Klick mit dem Namen von anderen. Deshalb schreibe ich nur irgendwie sowas rein wie Beef mit YouTubern, ich glaube, das ist am geilsten. So, ein Herrschaft finden wir anscheinend auch keine Runde, das habe ich auch schon festgestellt. Wir machen das erstmal ohne Musik.
Ich, bei John Rage feiere ich das ehrlich gesagt ohne mehr. Das muss jeder für sich selber wissen. Ich weiß gar nicht, ob das hier meine richtigen Settings sind. Ich habe das hier ewig nicht gespielt. Grafik, Blauschwäche, klingt wie meins. Audio, Höhenverstärkung. Ja, vielleicht endet das Road to Commander oder Road to Vanguard auch hier schon, weil ich keine Lobby... Oh, es ist eine Lobby da. Es ist eine Lobby da, Team Deathmatch. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das sieht jetzt schon schlimm aus. Ich habe dieses Game seit Jahren nicht mehr angefasst. Also gar nicht mehr eigentlich, um ehrlich zu sein. Es könnten negative Runden da sein. Mein ganz klares Ziel ist, ich weiß nicht, eine 1er KD, 2er KD, irgendwas. Schreibt es rein, was ihr davon haltet. Das hier wird heute die erste Folge sein und dann immer alle 2 Tage mit euren Vorschlägen für Themen, Fragen, sonstiges eine neue Folge. So, wir nehmen eine... Oh mein Gott, wie sich das anfühlt. Oh mein Gott, ich habe seit Wochen nicht mehr mit 60 FPS gespielt. Da ist ein... Oh mein Gott. Digga, Leute, das sieht so schlimm aus. Alter, sieht das schlimm aus. Das sieht aus, als würde ich auf so einer, ich weiß nicht, PS3-Version davon spielen. So, erstmal eine Flash da oben hin. Eine Nade auch, weil... Oh, oh. Nice! Der erste Tod, weil ich zu dumm bin. Und der zweite Tod, weil ich mir erstmal eine Nade selbst ins Gesicht werfe. Alter, ich habe überhaupt gar keinen Move mehr. Ich hab gar nichts, Leute. Das hier fühlt sich so... Das hier fühlt sich so falsch an für mich. Okay, erster Kill, der war wichtig. Noch 2, okay, okay. Aber wir kommen rein. Ja, und ihr habt es eben gehört, heute so Titel, bisschen Beef mit YouTubern. Ich habe da ein bisschen was vor. Viele von euch haben das mit Sicherheit nie mitbekommen oder wissen gar nicht, wovon ich rede oder. Ich habe, seitdem ich mit YouTube angefangen habe, das ist jetzt so... 3 Jahre mache ich es schon. Ich habe aber ein ganzes Jahr Pause gemacht. Als Modern Warfare gedroppt ist, habe ich die Alpha eine Stunde gespielt, habe gelacht, dann habe ich geweint, dann habe ich es in die Ecke gelegt und gesagt, diesen Scheiß werde ich nicht spielen. Das könnt ihr vergessen. Bisher niemand, der glitscht. 2. Aim ist vielleicht ein bisschen shaky, so wie alles andere auch. Aber ist alles... Oh, oh. Oh mein Gott, der Play. Oh mein Gott, der Play, Leute. Es sieht so komisch aus, ne? So die grafische Vielfalt im Gegensatz zu BO5, also Cold War, ist echt heftig. Na, und ich wollte heute mit euch über das Thema Beef mit anderen YouTubern sprechen. Oh, oh. Weil, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe in meiner YouTube-Zeit einige Sachen gemacht, die absolut dumm waren. Und manche Sachen kommen dann irgendwann raus, über manche Sachen spricht man offen. Und manche Sachen redet man einfach gar nicht drüber, irgendwann, weil es einfach dumm ist. Und fangen wir an mit John Rage, mit dem ich mich persönlich mittlerweile sehr gut verstehe, den ich unglaublich witzig finde. Ihr habt es vielleicht damals mitbekommen. Ich habe über John Rage, oder er hat ein Video gemacht über einen Aldi- oder Lidl-Controller. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Digga, schock doch noch mehr. Ja, willkommen. Er hat irgendwie ein Video gemacht über einen Aldi-Controller oder über einen Strike-Pack oder irgendetwas in der Art. Also, ich bin nicht mehr 100% sicher. Es war kein Cheat-Controller oder kein Kronos Max, kein gar nichts. Aber ich habe dieses Video gesehen und habe gedacht, Digga, den machst du jetzt fertig. Also, wie kann man seiner Community denn so eine Scheiße vorstellen? Dann kaufen die Leute das jetzt am Ende noch und fucken dich ab. Dieser Controller war halt Mist, ne? Es war eins seiner typischen Spaßvideos. Es war witzig. Ich wollte daraus, ehrlich gesagt, einfach noch ein bisschen Hate generieren, weil ich dachte, ach, das kommt ganz gut und bist doch mal die Stimme der Vernunft. Am Ende des Tages, Leute, war das halt absolut dumm. Absolut unnötig. Ich habe super viel Hate dafür bekommen. Wir stehen 9-9. Holy fuck, Alter. Ey, das ist alles... Es ist irgendwie verpixelt. Es sieht einfach komisch aus. Gerade mit Standards, die man eben heute einfach hat. Aber gut, was soll's.
Ich habe also dieses Video hochgeladen und habe ihn dafür mehr oder weniger beleidigt und habe gesagt, wie kann man so ein Schmutzidiot sein und so einen Controller vorstellen und der Community das noch zeigen, wo man die kaufen kann. Ja, das gab richtig schön Hate gegen mich. Das war auch in Ordnung. Und in diesem Video, ich hatte dann einzelne Teile von ihm für mein Video genutzt und darüber gesprochen und gezeigt. Und in seinem Video war in irgendeiner Stelle, ich habe es nie wieder gesehen, weil es dann weggenommen wurde von YouTube, ein Hakenkreuz-Symbol zu sehen. Ich habe es nicht eingefügt. John Rage hat es nicht eingefügt. Ich weiß gar nicht mehr, an welcher Stelle das war. Und da haben mir dann eben Leute gesagt, das war der Grund, warum es am Ende runtergenommen wurde. John Rage selber hat es gar nicht gestrikt. Es gab auch keinen Strike. Es wurde einfach nur entfernt, weil es eben gegen Richtlinien verstößt. Ich will nochmal Combine. Und erstmal müssen wir hier gucken, dass wir auf der KN... Okay, wir haben einen Aufsatz. Das hier will ich auch nicht haben. Hier habe ich nichts. Oh mein Gott, das ist so schlimm. Habe ich wenigstens die Tarnung noch? Die Schwarzmarkt-Tarnung habe ich. Aber das sind ja auch alle die Tarnungen, die ich selber damals hatte. Komm, passt zum Titel heute, nehmen wir Edelstein. Perfekt. Ha, nicht heptisch. So, Punkteserien kann ich auch nicht ändern. Der, es ist so krank, ne? Es ist so krank, wie alt dieses Game eigentlich ist. Wobei, ich brauche doch die Kuda gar nicht nehmen. Ich kann doch eine DLC-Waffe nehmen. Hier, die XMC. Für die habe ich damals ausgegeben, ich glaube, 800 Euro in Packs, bis ich sie endlich hatte. Na, dann habe ich eben diesen ganzen Hate bekommen für das Video gegen John Rage und das war auch vollkommen in Ordnung und das war auch nicht tragisch in dem Sinne. Aber da war der erste Beef und ich dachte mir irgendwann so im Nachgang, das ist echt unnötig. Und habe dann nach ein paar Wochen, es hat länger gedauert, mit John Rage gesprochen und habe mich offiziell bei ihm entschuldigt auf Twitter. Habe ihm gesagt, dass die Aktion dumm war, sie aber auch nicht persönlich beleidigend sein sollte. Und Jonathan oder Johnny Zins oder Sins hat da ehrenhaft drauf geantwortet, war super cool mit der Sache, hat die Entschuldigung angenommen und seitdem sprechen wir gelegentlich mal kurz. Wir sind keine Best Friends oder sowas, aber auf jeden Fall, dieses Thema war für mich danach erledigt, gegessen. Ich war glücklich. So, erstmal einen Schluck trinken jetzt. Ich habe übrigens einen Hund zwischen den Beinen, das macht mir ein bisschen Angst. Ziel jetzt, ganz klar, positiv gehen. 9:9 war ein guter Anfang, aber jetzt positiv gehen. Das war also ein dummer Fehler, mich da mit ihm anlegen zu wollen für, ich weiß gar nicht, ob für Klicks, ob Aufmerksamkeit, ob ich einfach generell das Bedürfnis hatte, mich da auszudrücken. Dann mit Raptor hatte ich mal Stress. Ich weiß nicht mehr, worauf das beruhte. Das ist schon ein bisschen her. Raptor gucke ich mittlerweile sehr, sehr gerne bei in Warzone. Ich gucke nicht allzu häufig, weil ich einfach nicht so super viel Zeit habe. Man muss ja bedenken, oh mein Gott. Er hat Huso als Clan-Tag und spielt so eine Scheiße da. Absoluter Abfuck. Man muss ja bedenken, wenn man selbst streamt, YouTube-Videos macht und, man hat einfach nicht so viel Zeit, da irgendwie irgendeinem ewig zu gucken. Es ist echt schwierig, Zeit dafür aufzuwenden, um anderen Leuten zuzugucken. Das heißt, wenn ich sage, guck mal, ich gucke den selten. Digga, ich spiele gegen die größten, alle XMC. Die XMC ist anscheinend immer noch mit Abstand die beste Waffe im Game. Und zwar mit weitem Abstand, mit weitem Abstand. Guck mal, das hier können wir, ja, das können wir noch, ein bisschen zumindest. Nein! Oh mein Gott. Was sind das für ehrenlose Gestalten? Oh mein Gott, wir werden durch die Map geballert. Oh, dieses Game ist, ich war mal so gut in dem Game, ne? Aber wenn ihr komplett raus seid über Jahre, dann habt ihr hier keine Chance, irgendwas groß zu machen. Also, Digga. Warum hast du solche Flash-Granaten, Junge? Du bist der absolute Schwitzer. Da spielt man doch ohne Flash. Oder wie heißen diese Tentakel-Dinger? Oh, Digga! Oh mein Gott. Ich werde absolut durchgängig von diesen komischen Betäubungsdingern gefickt. Aber absolut durchgängig. Sind so Sachen, die hat man absolut nicht vermisst. Danke. Digga, Leute, das ist deren Taktik. Das ist absolut deren Taktik. Das ist einfach nur dieses Betäubungsding nehmen.
Das darf doch nicht wahr sein. Was? Timo! Oh shit. Ich stehe absolut 2-6. Oh, holy fuck. Ihr dürft euch ein Thema, eine Bestrafung aussuchen, wenn ich hier nicht mindestens, wie ich es gesagt habe, die 1er-KD schaffe. Und so wie es aussieht, werde ich das auch nicht schaffen. Digga. Ja, nein, nein. Oh Gott, Leute. Ich glaube, es wird 2 Runden dauern, bis ich hier wieder irgendwas kann. Ihr habt auch sonst, wenn ihr wollt, eine freie Beleidigung, ohne mich zu beleidigen, für diesen unglaublichen Ganske. Ich stehe 5-8. Ich stehe absolut 5-8. Ist wohl doch nicht Skill-Based Matchmaking das Problem, sondern mein Skill hier. Oh, scheiße. Also, nein, hier gibt es ja kein Matchmaking. Also kein Skill-Based Matchmaking. Ah, shit. Auf jeden Fall habe ich mich dann mit Raptor angelegt. Ich glaube, es ging darum, wenn ich mich richtig erinnere, Kareem Savage hat damals diese Spendenaktion gemacht und bei seinen Zuschauern um Geld gebettelt für seinen kranken Vater, der irgendeine Krankheit hat. So. Soweit er erstmal. Digga, wie viel habt ihr denn davon? Wieso haben die so viel davon? Die Dinger liegen da so krank viel. Oder. Digga, lass mich durch! Okay. Und in der Ecke. Holy fuck. So, und dann hat er eben seine Zuschauer um Geld gebeten, damit sein kranker Vater Medizin und Therapie alles bekommen kann. Kareem Savage, Leute, verdient, ich weiß nicht, 5-stellige Dollarbeträge jeden Monat, vielleicht auch 6-stellig. Oh, du bist bei mir, okay. Ist also einer, der so viel Geld hat. Was hat er mit dem Geld gemacht, als er die Spendenaktion dann beendet hat? Er hat nicht für seinen Vater irgendwie Medizin gekauft, sondern hat auf Ehrenbruderbasis erstmal sich ein neues Auto gekauft. So ein Chevrolet, ich weiß nicht was. Und als er damit fertig war, hat er sich dann auch noch ein neues Haus gekauft. Also ein absoluter Hurenbock. Ein absoluter Hurenbock. Ja, das wurde dann exposed. Dann hat er gesagt, ja, so war das gar nicht gemeint. Das wollte ich alles gar nicht. Oh, die Plays. Einen Schuss habe ich. Perfekt, keine Muni. Drei. Sieht gut aus. Gegner. Digga, keine Aufsätze, kein gar nichts, ne? Macht's nicht einfacher hier. Nate da rein. Ja, er wurde dann exposed, hat dann gesagt, ja, ich zahle das Geld zurück. Oh, nice, die erste Drohne nach 2 Runden. Auf Ehrenbasis. Hat er, zur Überraschung von allen, selbstverständlich nicht gemacht. Er hat keinen Cent zurückgezahlt. Es hat ihn auch einfach gar nicht interessiert. Und als er das dann irgendwie, dass dieses Thema durch war, habe ich darüber berichtet. Da habe ich, vermute ich, ein paar falsche Infos. Digga, jetzt kommen die Plays. Nein! Aber 18-13, Mann! Ich bin der beste Spieler in BO3 wieder. So wie früher immer. Hass mich nicht. Lass lieber ein Like, das ist viel cooler. Dann weiß ich, dass ihr dieses kleine Format, diese kleine Idee auch mögt. Und wie gesagt, ne, klar, die Idee ursprünglich habe ich jetzt so in den letzten Tagen von John Rage, weil ich es absolut gefeiert habe, dazu zu gucken. Aber bitte verschont mich mit, das ist alles kopiert. Ich meine, das ist einfach nur, damit ihr ein bisschen Spaß habt. Ich habe die Möglichkeit, da Videos drüber zu machen, da selber ein bisschen Spaß mit zu haben. Und hoffe, dass ihr das ebenfalls genießt, so wie ich. So, hier ist keiner anscheinend. Er hatte eine Sense. Da ist einer geflasht. Da ist noch einer. Läuft, Digga. Nein, läuft nicht. Na, auf jeden Fall hat sich Raptor dann da mit mir angelegt oder ich mit ihm. Und da bin ich auch fies geworden und bla bla bla. Auf jeden Fall, bei Raptor habe ich mich damals auch entschuldigt. Und dieses Thema ist auch schon lange gegessen und gut. Viel wichtiger ist aber der Stress, den ich mit Haptic Rush oder Haptic Rush hatte. Oder hab. Könnt ihr sehen, wie ihr wollt. Die Story ist eigentlich total dumm und trotzdem ist sie ihm da gewesen. Und ich glaube, da lässt sich auch nichts mehr kitten, das ist auch vollkommen in Ordnung. Jeder geht seinen eigenen Weg, jeder macht sein eigenes Thema. Sind grundverschiedene Menschen, verschiedene Leben, aber Haptic macht ein Video über mein Gameplay. Ich freue mich sehr darüber, dass er das macht. Er sagt, Bro, lass uns mal zusammen spielen. Nimmt meine Freundschaftsanfrage an, kommt aber nie zum Zocken.
also allgemeinsam nicht. Keine Kommunikation gewesen, kein gar nichts. So, erstmal nicht schlimm, es war ja von ihm nur eine Aussage, im Prinzip ein Angebot. Lass uns das doch mal machen. Ich freue mich drüber, dass er mir das anbietet. Kommt nicht dazu. Ich bin irgendwann frustriert und schreibe irgendein... Nee, das erste war, wir treffen uns auf der Gamescom, wir beide. Quatschen 20 Minuten, damals war Gun Elite noch dabei, der ist ja schon lange bei COD eigentlich weg. Wir schreiben also ein bisschen zusammen, es ist alles ganz cool. Er sagt, komm, schreib mir bei Insta heute Abend, wir kriegen das hin. Ich schreibe ihm, keine Antwort, keine Antwort, keine Antwort, keine Antwort. Keine Ahnung, ob er es einfach nicht gesehen hat, ob es ihm egal war, ist auch völlig egal mittlerweile. Damit hätte Kevin, der damals, weiß nicht, 28, 29 war, das Thema auch einfach beruhen sein können. Ist doch nicht tragisch. Mein, er ist ja nur angeboten. Es ist ja keine Pflicht. Ich bin positiv, Leute. Keine Bestrafung. Außer ihr sagt, es geht trotzdem. Auf jeden Fall machen wir dieses ganze Thema dann fertig. Ich mache auf Twitter irgendwo einen Witz über ihn und Jonka. Irgendwas, ja, es war nicht witzig. Es war ein bisschen kindisch. Da waren 1000 Kommentare über ihn. Das war ganz am Anfang von der Beziehung, als es noch nicht bestätigt war. Jawohl, Digga, er hat auch 1100 Perks und steht 1814 hinter mir. Okay. So, auf jeden Fall, er blockiert mich danach, ist mega sauer. Auch alles in Ordnung, mega genervt, sonst was. Das war das ganze Thema. Also, komplett dumm von mir. Und dann habe ich ihm versucht zu schreiben, lange Zeit später. Habe ihn, glaube ich, nochmal beleidigt, glaube ich. Habe mich auf jeden Fall entschuldigt. Habe auch gesagt... Ich will da gar nicht mehr drüber reden, das Thema ist für mich durch. Entschuldigung, ob er sie bis heute angenommen hat oder nicht, keine Ahnung, mir hat er nie wieder geantwortet. Ich glaube auch nicht, dass er mir antworten wird. Wir sind ja auch, muss man dazu sagen, durch er mit Level Up und Cyberdyme und dem Netzwerk und dem Vorsitz davon und all diesen Verzwickungen, die ich jetzt gar nicht hier groß erwähnen möchte, sind wir auch einfach auf komplett verschiedenen Seiten der Welt. Auf jeden Fall, Leute, das waren irgendwie zwei schnelle Runden. Ich habe viel geredet. Hoffentlich hat euch so ein bisschen der Einblick gefallen. Unnötig Beef gehabt mit diesen drei Leuten, was gar nicht notwendig war. Es ist viel wichtiger, sich auf YouTube, auf Twitch zu connecten. Ich will auch nicht, dass irgendeiner mir jetzt irgendwie, weil ich mich entschuldige, den Marsch bläst. Ihr wisst schon, was ich meine. Ich dachte mir einfach, dieses Format ist eine gute Möglichkeit, um über solche Sachen mit euch zu reden. Schreibt in die Kommentare, über was wir in der nächsten Folge sprechen sollen. Wir sind übrigens Level 4 und haben wenigstens 2 Aufsätze. Das ist schon mal besser als gar nichts. Und dann gucken wir, ob wir bis Level 55 vielleicht auch nochmal Glück haben und einen Nuke kriegen. Leute, ich bin raus. Habt viel Spaß heute Abend. Nächste Folge kommt Montag. Ciao.